Und damit, hallo meine Pokéfreunde, Pokénenten, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Blau. Wir sind hier schon wieder in der neuen Arena stehen geblieben. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, sollte sie auch unbedingt nochmal vorbeischauen. Da habe ich nämlich am Ende der Folge einfach First Tried. Dieses Rätsel habe ich einfach im ersten Versuch geschafft. Ja, das war echt Hammer. Hier ist die Arena, Leute. Hier ist ein Mülleimer. Hier ist nichts bis Abfall, ja. Ich würde sagen, das mache ich eigentlich immer vor einem Arena-Leute-Kampf speichern. Vor allem in den DS- und 3DS-Teilen habe ich das immer gemacht. Jetzt mache ich es auch mal eben und dann kämpfen wir. Hey Kleiner, was hast du hier verloren? Im Kampf hast du keine Chance. So viel ist sicher. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Okay. Feldzüge? Was meinst du damit? Sie haben meine Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht dir nun bevor. Oh, es geht los! Bam. Bam. Gegen Major Bob, der sehr aggro aussieht. Oh yeah. Baby. Es geht jetzt richtig ab, Digga. Wir kämpfen gegen Major Bob. Der hat ein Volt, aber was mich anschreit, das mag ich nicht. Nein, nein, wir werden ihn richtig zerstören. Ich weiß nicht, wieso ich singe, aber ist mir wurscht. Mein Sonder ist zwar weniger Level als er, aber er kann Knobel wehren. Ja, das wird kein Kinderspiel für Sander. Toll wäre es, wenn sich Sander danach auch entwickeln würde, aber natürlich geht das nicht so ein. Leider nicht, aber Level 20 ist toll. Ich weiß nicht, wieso ich singe. Pikachu ist ein Lappen. Ich wusste, dass ein Pikachu hat. Ja, ist richtig schlecht. Ein Pikachu können die doch gar nicht gewinnen. Oh nein, wieso? Ist der Arena-Leiter, wenn er so schlecht ist, dass er nicht mit Pikachu umgehen kann? Wieso singe ich immer noch? Das ist doch richtig cringe. Egal, ich tue was für die Fans. Lol, kein Leben. Mach kein Leben. Und zock ne Pokémon. Und Undertale. Und sonst noch irgendwelche geilen Spiele. Raichu, oh nice, ein Raichu. Das Surf Raichu damals, Spaß. Aber es sieht irgendwie so aus, dass es surfen würde. Aber egal, wir werden es richtig zerstören. Yeah. Kauf den Song auf iTunes jetzt. Er hält ihn natürlich nur von dem echten Mike Visa. Ich glaube, ich habe meine Brauch, sonst mache ich gerne noch ein Album, Spaß. Nee. Ja, wir haben 3 Minuten und schon bin ich wieder in die Cringe-Phase gelangt. Okay, so cringe ist es nicht. Ihr müsst zugeben, es war doch toll, oder? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den Song gut fandet. Ich fand's eigentlich cool. Aber nein. Der Arena ist echt einfach. Vor allem, wenn man Sander hat. Im Team. Sander Level 21. Yeah. Major Bob, du wurdest richtig gerackt. Wow, da muss mich sogar mit dem Popo kratzen. Oh, du weißt, wie man kämpft, Kleiner. Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donnerorden. Wow, 2000. Come on. Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen, wenn du es hast. Aber natürlich hast du natürlich nichts, du Lappen. Du bist ein besonderer Junge. Nimm das hier. TM24, lass mich raten. Donnerwelle. Nee, Donnerblitz, okay. Haben wir hier kein Blitz-Pokémon. Wir werden auch kein Donner-Pokémon ins Team nehmen. Nein. Also ist die TM zum Verkaufen da. Letzte Pokémon können diese Attacke erlernen. Oh Gott, diese Folge. Wir haben jetzt auch unseren dritten Orden. Das ist natürlich toll. Ich werde auch jetzt eben tauschen. Das heißt, Starze wird vorne sein, also oben. Nein, okay. Gut, dann gehe ich eben heilen. Und dann, was machen wir dann? Wir haben ja jetzt den Schneider. Allerdings gehen wir noch nicht weiter. Wir gehen erstmal nach rechts. Denn rechts gibt es eine kleine Route. Da sollten wir eigentlich, können wir eigentlich schon jetzt hin. Deshalb mache ich es nämlich auch.
Und dann können wir ein bisschen trainieren. Und hoffentlich wird sich Sherlock zu Tote entwickeln. Das wäre natürlich episch, auch an 1000. Ob das jetzt so wahr wird? Mal schauen. Kommt drauf an, was für Pokémon die haben. Ich hoffe, ich habe die Starter auch fertig auf Kunde. Ich weiß es gar nicht genau. Aber ich glaube schon. Ah, nein. Ich glaube, da gibt es auch einen Glitch. Kann das sein? Ja. Doch, da gibt es, glaube ich, auch einen Glitch. Oh Gott, da gab es ja auch einen Glitch. Nee, Leute, wir machen keine Glitches mehr. Ja. Ja. Da gab es irgendwie einen Trainer, den braucht man für einen Glitch. Achtung! Route 12 wird von einem schlafenden Pokémon blockiert. Umleitung Feldzone nach Lavandia. Polizei von Orania City. Das bedeutet, wir müssen nach Lavandia City oder nach Lavandia. Wieder durchkommen, durch den Tunnel. Wo ist der Tunnel? Natürlich da, wo wir vorher nicht hin konnten. Ist ja klar. Oh, geil, die Musik. Gibt das Höhle. Naja, die Nostalgie. Die ist natürlich toll. Gegen kämpfen wir jetzt einfach. Ich ignoriere das einfach, dass wir gegen die eigentlich nicht kämpfen sollten, weil es irgendeinen Glitch gibt. Aber den Glitch machen wir nicht. Ich habe eh nicht so viel Lust auf Glitch. Ich will einfach nur das Spiel genießen mit euch zusammen. Also ja. Hast du Lust, mit mir zu kämpfen? Lass uns kämpfen. Keine Ahnung, was heute mit mir los ist. Teenager möchte kämpfen mit einem Brettern, was eh niemand benutzt. Keine Ahnung. Ich benutze jetzt einfach mal das Grote. Ich bin nämlich das Grote, sich entwickelt. Ich glaube, ab Level 36. Kann das sein? Dann haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Boys, Boys. Das kann ein bisschen lang werden. Jetzt gestorben. Easy. Hä? Das ist gemein. Nö. Eigentlich nicht. Ich habe gerade erst angefangen, Pokémon zu trainieren. Ich dachte gerade, ich wollte sagen, spielen. Okay. Ein Sandan vor der Faker. Sarze, komm, wir heizen. Ihn richtig ab mit Rankenhieb, was aussieht wie ein Zerschneider, aber egal. Ach komm, das ist Level 20. Ich glaube, Satz sind wirklich ab 26 oder so. Was war das jetzt für ein Pokémon? Zubat. Ach komm, Zubat schaffst du doch, oder? Oder? Hallo. Fuck, nein! What? Ey! Scheiße, wir sollten wechseln. Skrutte! Skrutte ist unsere einzige Hoffnung! Du willst die ganze Zeit einsetzen, bis der Tod ist. Doch, nice. Ich hasse schwache Pokémon! Also hast du dein Team? Oh, krasse Beleidigung! Ein wildes Pokémon, schön. Es ist ein Pokémon, was wir schon im Team haben. Schnell fliehen. Ach komm, beim letzten Gras läuft schon wieder. Du kannst nach Hause gehen. Du kannst nach Hause, falls du überhaupt Eis hast. Dick der Höhle gehen wir noch nicht hin. Habe ich nämlich keine Lust zu. Right now. Right now. Aua. So, heil, danke. Schwester Joy. Vielen Dank fürs Heilen. So, da unten gibt es, glaube ich, auch noch einen Trainer. Ja, genau. Ey, was ist mit dir los, alter Mann? So, dann Glück gegen mich. Das will ich ja mal sehen. Du kannst doch eh nichts ausrichten, oder? Oh. Ein Spieler. Richtiger Playerboy. Okay, der war schlecht, sorry. Der war wirklich schlecht. Ein Quapsel. Oh mein Gott, was ist mit den Augen passiert? Da oben. Das ist doch richtig so ein Zwinkern, Alter. Armes Quapsel, ich erlöse dich. Von deinem bösen, bösen Trainer. Der richtiger Player ist. Ach komm, besieg ihn jetzt endlich. Oh nein, Hypnose! Satze schläft. Was soll? Habe ich irgendwie Item? Aufwecker? Habe ich irgendeinen Aufwecker? Das wäre sonst ziemlich schlecht. Sobald wir die Route geschafft haben,
Wenn ich zurückgehe, ein Fahrrad holen und dann gehen wir auch in den Berg rein. Ah, schon aufgewacht, okay. Danke, lieb und zerstöre ihn richtig. Vor 10 Minuten die Folge, wow. Hammer. Hammer, wie weit wir es schon geschafft haben mit Pokémon. Kommt ihr jetzt bald, ich kann mal ein Thema ansprechen, wenn ich hier kämpfe. Es kommt ja jetzt bald Pokémon Gold und Silber für eShop. Für die Nintendo eShop. Also halt Virtual Console für 10 Euro, glaube ich, ungefähr. Gab es auch letztes Jahr für Rot, Blau und Gelb. Und diesmal fehlt irgendwie Kristall. Wo ist Kristall hin? Das ist irgendwie komisch. Auf jeden Fall, welches auch natürlich Let's Playen, denke ich mal. Also kann natürlich welches Let's Playen, aber ob ich es auch wirklich so auf dem 3DS Let's Playen kann, mal schauen. Wäre natürlich ein bisschen angenehmer für mich. 21 läuft. Aber was ich gehört habe, Stachelspore. Das habe ich jetzt nicht gehört, aber das muss ich eigentlich schon erlernen. Aber mach mal. Schlafpuder. Schlafpuder oder Stachelspore? Stachelspore. Passt mehr zu Clefensa und so. Finde ich zumindest. Und Giftpuder sollte auf jeden Fall bleiben. Schlaf ist mehr so fürs Fangen von Pokémon. Wenn ich es unbedingt brauche, dann hole ich mir einfach eine TM und gebe es Mew. Mew kann nämlich alle Attacken lernen, weil ich es nämlich gesagt habe. Das Glück hat mich verlassen. Leider. Hey, was? Das entwickelt sich. Oh mein Gott, es passiert schon. Und Zigaria. Und ich habe gerade Trigger gelesen. Fail. Ultrigaria, nice. Zeig mal die Stats hier. Nein, zeig mal die Stats. Oh. Geil. Jetzt brauchen wir nur noch einen Blattstein. Den kriegen wir in der vierten Stadt. Also in der Stadt, wo der vierte Arena-Leiter ist, glaube ich. Glaube ich da, ja. Glaube ich schon. Hashtag, glaube ich. Den werde ich aber erst benutzen, wenn wir 4-5 Orden haben, glaube ich. Einfach weil das ein bisschen cooler ist. Nice, Satze. Nice. Dafür gibt es Speicher. Also was ich auf jeden Fall sagen wollte, war, dass ich gehört habe, es gibt in Japan, also auch in Deutschland, wird es auch geben, glaube ich, solche Boxen mit Download-Code drin. Und ich hoffe halt wirklich so sehr, dass in den Boxen halt nicht nur der Download-Code drin ist, sondern auch das drin ist, was auch in Japan ist. Jetzt sehe ich vielleicht was. Meine Pokémon müssten bereit sein. Und zwar ist der solche Sticker halt, so alte Sticker. Von halt, ja keine Ahnung, von den Startern halt und ja. Wie geil das aussieht mit Ultrigaria. Ich bin stolz auf Ultrigaria. Hast du gut gemacht, das geht gemacht. Als Kapatex hier ein bisschen mal leveln, endlich mal. Yeah, yeah. Und da gab es das ganz Geile. Da gibt es sogar Magneten. Also die sehen so aus. Die Magneten sehen genauso aus wie die Cartridges damals, wie die Game Boy. Nur halt Magnet. Und ich glaube, die sind ein bisschen kleiner, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Aber sah ein bisschen so aus. Und ich hoffe wirklich, dass es auch in Deutschland, in der deutschen Pack, da drin ist. Und ich werde es auf jeden Fall bestellen und ein Unboxing von machen. Also zumindest, falls ich es noch bekommen sollte. Ich glaube, da wird es ein riesen Ansturm von geben. Zumindest erwarte ich das von Pokémon-Fans, Leute. Obwohl, das habe ich echt gefunden, gespoilert. Jetzt kauft es wahrscheinlich jeder. Hätte ich lieber nicht getan. Ah, nee, komm. Bin zwar kein News-Channel oder so, aber komm, ich kann es ja mit euch teilen. It's a secret. It's a secret to everybody. You know? Ein Nidorino. Das ist ein Weiterentwickler von männlichen Nidoran. Patex. Erreicht Level 25. Ich wusste es. Nice. Das war schwach. Also von dir war es schwach, ja? Ja, stimmt. Guten Tag. Wettkämpfe. Ich kann ihnen nicht widerstehen. Ja, das kann ich verstehen. Dass du sie nicht widerstehen kannst. Das war nicht witzig, nein. Okay. Clefensa, hey! Mach doch schon mal einen Satz hier nach. Jetzt gibt's hier Stress. Buhuhu. Patex, zeig dir mal hier mal ein paar Manieren. Bring dir mal ein paar Manieren bei. Ach,
Schlafpuder, ja. Aufgewacht, nice. Windstoß. Ach, Mirabla, kannst du auch nicht, hast auch nichts zu melden hier. Ja, das war's. Ich hätte einfach keine Chance gegen dich. Oder irgendwie sowas hat er gerade gesagt. Ich weiß es gar nicht. Ich hab's geskippt. Da wäre noch unser Gegner. Ich werde die Route wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich nicht alle finde. Ich habe noch nie gewonnen. Ich beginne jetzt neuen. Noch was zu sagen. Ich werde den Pokédex. Ich werde nicht alle Pokémon fangen. Das nicht. Aus einem bloßen Grund, weil ich glaube, man kriegt hierfür nichts. Dann mache ich es auch nicht. Ich werde aber versuchen, so viel wie möglich zu. Also nicht zu fangen. Teilweise dann auch, aber so viel wie möglich in den Pokédex zu kriegen. Ich verstehe, was ich meine. Komm, Skröte. Ich gebe mal ein Level up hier. Ein Vulpix. Was zum. Wie sieht denn Vulpix bitte schon aus? Ist ganz anders als heutzutage. Heutzutage ist viel schöner. Wie süß er außerdem auch hat Schmerzen. Nice. Das habe ich kommen sehen. Ich habe deinen Tod kommen sehen. Ist der Dingstrainer, oder? Ja, anscheinend. Ja, sieht so aus. Ich glaube, es gibt noch vier Trainer. Nehmen wir noch? Da wird noch, okay. Bam, bam. Ich muss sagen, die Route ist unübersichtlich. Im Remake ist sie viel übersichtlicher. Das Remake kommt auch irgendwann mal. Irgendwann bist. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß noch nicht genau wann. Vorsicht, ich verlege hier gerade Kabel. Was? Zum Teufel? Was? Mechanika? Können wir mal einen Moment Pause machen und sein Gesicht anschauen? Ich mache mal eben Pause. Kann mir bitte mal jemand sagen, wie das Gesicht aussieht? Es sieht... ja, also allgemein. Wieso? Wieso gibt es dich? In Remake sah nicht viel besser aus. Mal weiter. Aber naja, muss Nintendo, das ist Game Freak. Das Spiel von Game Freak. Nintendo hast du gepublished. Tanda, wir haben wieder ein Opfer. Musst du Riss destroyen. Das war ein Stromschlag. Oder ein Feldschlag. Oh, hallo. Nimm dich vor Hochspannungen nachts. Was ist denn hier alles los? Bei Elektriker, Mechaniker. Die sehr strange aussehen. Und wieso? Wir wissen es nicht. Noch einmal. Ach komm, geh weg. Das war wieder meine Schublade, tut mir leid. Ach stimmt ja. Supertrank. Easy. Noch ein Magnetilo. Ach, das ist doch langweilig. Komm schon, mach mal was anderes. Noch ein Magnetilo, dein Ernst. Langweilig. Ey, Magneton. Oh. Wieso hat das dritte kein Auge? Oder das dritte ich ja nur oben verlassen? Na, na, kann natürlich auch sein. Sander erreicht Level 22, nicht errichtet. Das ist ja wieder Lava. Nein, nein. Au, der Funke ist übersprungen. Was? Sander entwickelt sich? Heute ist ja die Entwicklungsfolge. Oh mein Gott, so früh schon? Nicht erwartet, aber nice. Oh mein Gott. Cool. Trotzdem cool. Sandame. Geil. Willkommen im Team. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich erwartet, dass sich Schildox zu Toto gewickelt. Nee. Alle anderen Pokémon entwickeln sich. Außer Partex. Rip Partex. Partex dauert eh noch ein bisschen, bis es entwickelt, glaube ich. Mit ein bisschen, weil ich ein bisschen mehr. Viel. In meiner Klasse bin ich der Beste. Das wollen wir mal sehen. Wie gut ist denn deine Klasse? Also, wie ist es schlecht? Eine Radfratz! Ich möchte mal eben mit Sandama. Mit Sander kämpfen, wie es aussieht. Oh, cool. Echt cool. Das ist, du wirst schon, Sandama ist die letzte Entwicklung. Das ist geil. Nicht geil, sondern geil. Yeah. Oh, die Folge ist zu Ende. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ein Radfratz, ach komm, nein. Mach ihm down. Radikal, oh.
oh Gott, ich mach's. Risky, Risky, come on. Gewonnen. Ich muss meine Pokémon mehr trainieren. Das siehst du richtig, geh zurück in die Pokéschule. Gegen den hab ich schon gekämpft? Ja? Nein? Vielleicht? Ja, haben wir. Gut. Ich würde sagen, wir machen die Folge ein bisschen länger, indem wir ein Traumatik bekämpfen und es auch einfangen. Und danach kämpfen wir nochmal gegen den letzten Trainer oder was das. Komm, ich werde es mal fangen, oder? Die sind alle so stark. Egal, ich versuch's einfach mal so. Hä? Da, Pokémon. Nur noch 4 habe ich. Ich habe nicht mehr angekauft, deshalb. Und? Das wird rausgehen, oder? Nein! Nice! Ein Traumato! Wenn es sich ein Ziegen tun, ich hab's nur so gefangen. Damit ich euch ihn einfach vorlesen kann. Hypnose ist es. Traumato versetzt Gegner in den Schlaf und frisst deren Träume. Also er macht einen auf... Wie ist das Pokémon? Darkrai, genau. Okay, Darkrai versetzt sie in Albträume. Das ist ein Unterschied, egal. Von Albträumen wird ihm aber übel. Ach so. Okay. Nein, wie immer keinen. Brauchen wir nicht. Und du bist unser letzter Gegner für heute. Haha, bisher habe ich noch nie verloren. Willkommen bei deinem ersten Mal. Und das hat sich sehr zeitlich angehört. Aber egal. Das war wieder mit Schublade. Bolzeball, ach komm. Oh Gott, Sander ist ja... Oh no. Ist not gut. Ist not gut. No. Bam. Und Satzi Level 22. Ich bin stolz. Hier. Magnet. Hier. Möchtest du kämpfen? Na klar. Besiegt. Und was ist... Was warst du? Das war ja voll einfach. Es gibt immer ein erstes Mal. Wie ich sagte. Ich habe genau das gleiche gesagt. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht in Pokémon Blau, dann klickt auf die Links, dann klickt nach links. Ja, ich kann schon nicht mehr reden. Deshalb sollen wir schnell mal beenden. Rechts ist die Playlist. Oben könnt ihr, kommen, Kanal, da könnt ihr abonnieren. Ich kann nicht mehr reden. Haut rein und tschüss.